Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. So, ich nehme ja schließlich an der Prüfung der Assassinen teil und ich mache mich jetzt einfach mal auf der Suche, auf die Suche nach. Ach, ich weiß nicht mehr, wie der Vogel heißt. Ist mir jetzt gerade auch relativ wumpe. Ich muss hier auf jeden Fall diesen komischen Assassinen finden, der auf Löwenjagd ist und soll den auch außer Gefecht setzen und. Ja, mal schauen, was daraus jetzt wird. Warte mal. Ein Stück weit nach Norden hat er gesagt. So wie ich mich noch erinnere. Also ich soll mich auch an die Felswand halten. Das heißt, wir müssten dem hier irgendwo begegnen. Ah, oder der hat sich in der Höhle versteckt. Kicken wir mal nach. Na? Ein schwarzer Goblin. Noch mehr schwarze Goblins, die interessieren mich aber gerade nicht. Ich dachte, hier wären vielleicht die Assassinen oder der Assassine. Ist ja doof. Na gut, dann folgen wir einfach mal weiter dem Weg hier. Bitte, was für ein Weg eigentlich? Wir laufen hier gerade voll durch den Busch. Und ich sehe da ein Zelt. Ich sehe da noch mehr Zelte. Haha. Warte mal. Kurz einen Heiltrank schmeißen. So, dann so wollen wir das machen. Kämpfer, Kämpfer. Sag mal, gibt's hier nicht den. Ein gutes, warmes Feuer. In der Wüste. Warum hast du mich Zarkos. geweckt? Ich bin Zarkos, der Löwenjäger. Das ist eine ziemlich gefährliche Gegend hier. Was führt dich her? Ich nehme an Zubens Prüfung teil. So, dann bist du mein Konkurrent und damit ein mögliches Problem. Und Probleme müssen beseitigt werden. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Echt? Meine letzte Stunde? Werden wir jetzt sehen. Zack. Nummer 1. Ja, genau. Und der ersticht mich. Ätzend. Wie kann man nur so nervig sein? Mit dieser scheiß Vergifterei. Oh, meine Fresse. Du mit deinem scheiß Bogen. Vielleicht hätte ich auch erstmal fragen sollen, wo ich die räudigen Bastarde finde. Was ist mit dir? Warum bist du noch nicht tot? So, jetzt bist du's. Naja, war nicht unbedingt die schlauste Idee von mir, den direkt zu töten. Naja, egal. Aber hier ist die Schale. Gegengift, Heiltrank, ein Assassinenbogen. Nehme ich. Die haben ja immer nur dasselbe irgendwie dabei. Pfeife, Banken. War ein hübsches Lager, muss ich sagen. Ja, dann schauen wir mal. Da hinten liegt noch einer. Wirklich was Tolles haben die hier ja überhaupt nicht. Ist doch ätzend. Warte mal schauen, ob ich hier vielleicht ein paar Löwen finde. Ich meine, ich soll ja 5 Löwenfelle bringen.
aber irgendwie, ja, Weiß ich nicht, wo ich die räudigen Bastarde finde. Ja, das gibt's ja nicht. Nee, also irgendwie. Sag mal, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ziemlich weit im Norden schon mittlerweile. Ist aber nur eine Löwin. Ich glaube, die zählt nicht, wenn ich die jetzt einfach so kaputt prügel. Na, schauen wir mal. Ich prügel jetzt einfach mal auf die ein. Auch komischerweise, wo sind die anderen? Weil die Löwen sind nie alleine. Oder irgendwie doch? Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber trotzdem, warte mal. Ishtar. Wo war's denn? Da. Gesundheit. Irgendwo im Westen. Warte mal, da ist eine Gruppe von Löwen, aber nie keine, die mich interessieren. Irgendwo hier müsste das Nest sein, so wie ich das jetzt verstanden habe. Da eigentlich müssten die dann auch. Der heißt auch nur Löwe. Also wenn, dann müssten die, wie gesagt, irgendwo hier ihr Nest haben. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich hinrenne. Okay. Aha. So sehen schon mal die räudigen Bastarde aus. Ach du Scheiße. Die kommen ja alle auf einmal. Nicht cool. Ich laufe mal wieder ein Stück weg. Ja gut, friss meine Klingen. Zack. Und nochmal. Komm. Zack. Und noch einen hinterher. Dann bist du. Zack. Na, mal schauen. Ach nee, scheiße, das ist ja nur ein Löwe. Ach, nur die Löwen interessieren mich doch überhaupt nicht. Na gut. Aber jetzt weiß ich schon mal, wo ich das Nest finde. Für das nächste Mal, wenn ich Gothic 3 wieder durchzocken will. Na komm. Zack. Das war jetzt nur ein räudiger Bastard. Das ist
Nicht so cool. Na, testen wir mal. Zack. Zack. Den einen schön eingekesselt. Warte, beziehungsweise an der Wand gedrückt. Alter. Fick dich. Komm. Stirb. Stirb, du Mistvieh. Zack. Wuppala, einmal im Kreis gedreht. So, ich brauche aber immer noch 4 räudige Mistviecher. Beziehungsweise räudige Bastarde. Nein, nein, nein. Ha, erwischt. Ja, komm, komm, Miezekatze. So, dann zeig mal, was du kannst, du räudiger Bastard. Zack, und komm, einen kriegst du noch hinterher. So. Ich habe mich eigentlich immer davor gedrückt, gegen Löwen zu kämpfen, weil die mir irgendwie immer viel zu stark waren. Die haben mich immer so in der Luft zerrissen. Und ich glaube, das wird sich auch erstmal nicht ändern. Löwen sind für mich einfach, ja, eigentlich No-Go. So, wieder gegen 2 Löwen kämpfen. Krieg ich hin. Den nächsten hinterher, komm. Wenn der meint anzugreifen, kriegt er direkt eine auf Fresse. Zack, komm. Weiter geht's. Alter. Zack. So, sammle ich mal von dem Löwen dahin. Nein. Eieiei. Ich habe gerade mal 2 räudige Bastarde platt gemacht. Da sind 3 Miezetatzen. Noch ein räudiger Bastard da hinten. Das sieht aber schon fast so aus, als ob das. Ups. Warte mal, ich habe eine bessere Idee. Huh. Ist bestimmt witzig. Mal schauen. Ich will mal einen Blitz beschwören. Cool, sogar einen kalt gemacht. Meine Fresse. Meine Fresse. Zack. Du Scheißviech, ne? Heulst doch nur rum, weil ich gerade 2 von euch ein paar mehr von euch getötet habe. Mann. Aber hat echt lange gedauert, bis sie gecheckt haben, dass ich da stand. So. Komm, ich habe noch einen Blitz beschwören. Ja, aber zu wenig Mana. Und dann hauen wir uns einen Trank rein und dann nochmal Blitz beschwören. Das war witzig. Wie? Ach du Scheiße. Da kommen ja 2.
Eieiei. Zack. Aus der Drehung habe ich das Mistvieh kalt gemacht. Warte mal, das war glaube ich auch ein räudiger Bastard. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel ich schon kalt gemacht habe. Eins, zwei, drei, wenn das auch einer war, vier. Dann fehlt mir noch einer. Das ist nur ein Löwe. Da ist ein räudiger Bastard. Da auch. Kommt da einer hoch? Komm, Miezetatze. Miau. Miau. Ja, komm. Miau. Ja, komm, dreh dich mal. Scheiß Viech. Zack. So, dann schauen wir mal. Sind leider drei Löwen. Das gefällt mir gerade ganz und gar nicht. Na, Kacke. Oh, warte mal. Das wär's. Tierzähm. Zu schwer. Schade. Wow. Ja, komm her, Miezetatze. Schade, ich dachte, ich könnte einen Löwen zähmen. Das wäre echt Porno. Und die nächste Miezetatze? Oh, das sind direkt zwei. Ach, nervige Kackviecher. Immer muss ich in irgendeiner Höhle rumpimmeln. Das geht mir voll auf die Nüsse. Komm, wo ist das Scheißviech? Du Bastard. Zack. Komm, und weil es so schön war, unten ist ja noch einer. Besser zu viel als zu wenig. Hat mir meine Mama immer beigebracht. Wie? Kommt. Ich kämpfe lieber an Orten, wo ich mehr Platz habe, wo ich schon ein paar Leichen von euch habe. Zack. Zack, zack, zack. Und links und rechts, links. Dann wirst du ausgeweitet und dann mache ich noch den räudigen Bastard hier platt und links aufgestanden und zack, links, rechts, links, rechts, links, rechts und das war's mit dir. So, ich glaube, jetzt habe ich erstmal genug Fälle von räudigen Bastarden. Ja, Bastard-Löwenfell und das. Oh, 19, ja. Dann teleportieren wir uns mal kurz wieder nach Ishtar. Leider habe ich jetzt gerade vergessen, wann ich die Folge angefangen habe. Egal. Hier ist deine Schale. Sehr gut. Hast du Zarkos erledigt? Zarkos ist erledigt. Du wirst es noch weit bringen, Vater der Prüfung. Tja, habe ich mir gedacht. Ja, dann bringen wir noch das Löwenfell weg. Denn ich bin ja so ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie der mich genannt hat, aber. Ich laufe gerade sogar falsch. Wo war denn nochmal die Arena, ey? Da hinten, glaube ich, genau. So. Okay.
Kasims Aufgabe habe ich ja schon erledigt. Das war. Es ist. Nee. Da. Hier sind deine Fälle. Du bist ein zäher Mistkerl. Ich denke, Zuben wird dich gebrauchen können. Denke ich auch. So. Dann schauen wir nochmal kurz. Ah, genau, warte mal. Da teleportiere ich mich an meiner Lago. Zack. Mal schauen, ob ich da jetzt noch so auf die Schnelle ein Sumpfkrautpaket finde. Hm. Naja, für den muss ich ja das Fell noch besorgen. Wo war denn jetzt der Gärtner? Hier. Zeig mit. Zack. Und dann wieder zurück nach Ishtar. So. Dann kann ich dem jetzt nämlich auch was zum Kiffen bringen. Oh ja, stimmt ja, hier ging es ja gar nicht runter. Naja, egal. Es gibt ja mehrere Wege nach unten. So. Na du Kiffer. Mit freundlichen Grüßen aus Lago. Hey, hey, sieh mal an, ein ganzes Paket feinster Trainingsware. Ich spüre schon, wie sich mein Geist öffnet. Und wenn du deinen Geist auch öffnest, zeige ich dir, wie du deinen Körper beherrschen kannst. Ich glaube, der redet von Akrobatik, aber das habe ich ja schon, warte mal, in Kabdun, glaube ich, gelernt. War dann, ja doch, ich glaube, das war irgendwie so in Kabdun, so in der Art. Bei... mein Gott, Frosch im Holz. Ich glaube, das war irgendwie bei Jens dem Jäger? Ah, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist auch scheißegal, aber... Auf jeden Fall habe ich das ja schon gelernt. Teilweise recht praktisch. Ich wusste gar nicht, dass es hier oben auch noch Brunnen gibt. Also wusste ich vorher nicht. So, da pimmelt noch einer rum. Oder mehrere sogar. Makas schickt mich. Ich soll dir helfen. Makas? Er ist schon ziemlich lange da oben. Warte, was ist das? Schakale. Los, machen wir sie fertig. Attacke, Geronimo. Wo kommen die Mistviecher überhaupt her? Waren die vorher auch schon da? Zack. Und. Dem hast du's gezeigt. Ich werde das Biest töten. Zack. Sollen die Würmer ja. Dich fressen? Diese verdammten Drecksviecher. Manchmal greifen sie sogar zweimal. Verdammt, sie sind bei den anderen Brunnen. Echt? Wie hat er das von hier oben gesehen? Na gut. Renn ich halt mit ihm darunter. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Ich will meinen Spaß haben. Den hast du fertig gemacht. Klar habe ich den fertig gemacht. Nein, nicht den Assassinen angreifen. Manchmal, das finde ich so nervig, manchmal fixiert er einfach den Falschen.
Diese Mistviecher denken, sie können uns zum Narren halten. Denen haben wir es aber ganz schön gezeigt. Also, wo waren wir? Markas schickt mich. Richtig. Dann erlege die Rudelführer dieser dreckigen Schakale. Wo treiben sich die Schakale rum? Sie kommen den Hügel runter. Dort oben ist doch eine Höhle. Ach, schon wieder eine Höhle. Ich habe keine Lust auf Höhle. Höhle ist doof. Scheiße. Warte mal, vielleicht kann ich ja... Könnte natürlich sein, dass ich die Folge gerade etwas überziehe. Ach komm, ich guck noch eben nach den Rudelführern von den scheiß Schakalen. Obwohl, wenn das wieder so eine ätzende Höhle ist, dann wird das wahrscheinlich wieder so eine etwas längere Sache sein. Ach komm, ich mache einen kurzen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das sehen werdet, und hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Bis dahin, macht's gut, Leute.